Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, beim letzten Mal haben wir unten schon angefangen, das Zeug hinzubauen. Das heißt, heute wird dieser Turm nach unten wandern und das nach unten wandern und vielleicht auch noch die Schmelze. Wir werden sehen. So, der Tank ist noch ein bisschen was drin. Ich werde das Zeug nur nicht rauskriegen. Vermutlich. Dachte, ich habe den Heater ausgeschalten. Ja, man soll das denken, denn ihr wisst ja, ne? Habe ich noch keine. Ist egal. So, oh. Ich hätte mal gesagt, das Magma-Zeug kann ich da lassen. Dann habe ich das nicht mehr. Ich brauche kein Bone Meal. Ich brauche die Sparks momentan nicht, wobei die Sparks kommt, die tue ich da unten rein. Dann müsste ich genügend Platz haben, dass ich alles runterkriege. Danke. So. Ich muss jetzt da nur dran denken, wenn ich das dann da unten jetzt alles sauber hinstelle. Dass das halt auch da alles reingeht. Weil ich brauche es ja beide. Ne? Ich brauche es ja hier. Habe ich. Ja, genau. Und in den auch. Der Heater braucht es ja auch. Also das heißt, hier kommt jetzt. Ja, was kommt jetzt hier rein? Achso, da sollte die Lava rein. Also, das heißt, ich habe jetzt dich. Und in dich habe ich. Ich habe kein Redstone-Cable. Ich könnte das dann eventuell nur über das Zeug hier machen, irgendwann. Okay. Das heißt jetzt für mich, ich tue. Ne, der Heater muss. Muss ich nachdenken. Der Heater muss hier drunter. Der Heater muss hier hin. Und hier hin. So. Genau. Dann habe ich jetzt dann sozusagen den Crucible drüber. Und den Crucible Insert habe ich hier. Ja, dann komme ich, ich den in den Heater reinkommen. Macht keinen Sinn. Schaut scheiße aus. Also, nochmal. Dann kommst du dahin. Der Crucible kommt drüber. Du kommst da drüber. Okay. Dann hätte ich gesagt, dann habe ich jetzt schon mal das da. Dann brauche ich den Extractor. Dann kommt hier der ein, dann kommt hier das Kabel hin und hier der Tank drauf. So, dann habe ich hier noch mal einen Extractor. Dann brauche ich wieder meinen meine Schieblehre. So. Und dich kriege ich dann hoffentlich. Ja, genau. Hierhin. So, schaut auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt dann hier die. Ist mir jetzt egal. Mal schnell einen machen. Wenn ich jetzt den hier reinschmeiß. Ja. Nein. Das muss ich anders denken. Haha, verdammt.
Geht so gar nicht. Ich brauche einen Fluiddruck oder irgendwie sowas. Gib mir einfach was. Und Mechanismen, aber die werde ich auch noch nicht bauen können, ne? Pipes. Wir haben auf jeden Fall keine Rezepte. Ich weiß nicht, ob die erst freigeschalten werden. Aber der. Also. Das heißt, der da zieht ihn raus. Ich könnte jetzt sagen, okay, dann bleibt. Nein. Was mache ich denn für einen Schrott? Das heißt, der Tank kriegt dann rein. Wenn ich jetzt das alles richtig gemacht habe, ist es sozusagen. Nee. Müsste. Nee, die ist einfach. Was? Ist der verschollen? Also, das heißt jetzt, ich brauche jetzt eine Fackel. Kriegt es da rein. Der ist auf jeden Fall verschwunden und da sehe ich nichts drin. Hä? Ja, willst du mich verarschen? Also ich bin gar. Ich bin schon gar. Gar. So. Genau, in dem Tank ist jetzt auf jeden Fall schon mal was drin. Ah, okay. Also ist er doch reingegangen. Hat nur ewig gedauert und ja. Genau. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt. Nein, ich muss jetzt da drunter. Ich habe doch hinten. Moment, ich habe doch hinten auch Platz. Dann machen wir das auch so. So, das heißt jetzt für dich. Du gehst jetzt nach oben. Ich brauche mehr von den Rohren. Gib mir mal alle die Bus, du hast. Kriege ich dich dann mit dem. Ah, ich kriege dich mit dem Eimer raus. Das ist cool. Sekunde. Ich habe noch einen Tank. Ah, der dritte ist auch noch drin. Okay, alles klar. Also ist der nicht verloren gegangen. Wie gesagt, der ist nur verschwunden. Er wurde vom Spiel gespeichert, aber von mir nicht gesehen. Sehr schön. Also. Das heißt jetzt für mich, da kommt der Tank hin. Lasset mich überlegen. Mache ich das so? Nein, mache ich nicht. Ah ja, jetzt kommt wieder meine Grübelphase. Also du kommst erstmal dahin. Der Große bekommt drauf. So, dann kann ich auf jeden Fall dich hinmachen und dich hinmachen.
den Heater. Da kommt ein Schalter hin. Ich hoffe, dass das klappt. So. Dann kommt das Teil da. Da drauf. Das heißt, der da macht jetzt den da. Genau. So, und dann heißt es jetzt für dich. Und du? Ziehst hier raus. Genau, machen wir es so. Du ziehst hier raus, gehst jetzt dahin, du gehst dahin. Ich hoffe, dass die sich nicht verbinden. Und wenn doch, dass ich sie wegmachen kann. Das heißt jetzt, ich habe jetzt dich da. Nee, das ist egal. Doch, unten können sie sich verbinden. Nein. Nach unten. So, und dann heißt es jetzt du. Ja, und jetzt muss ich schauen, dass ich das hinkriege. Kriege ich nicht hin. Verdammt. Mann. Wie kann ich dich trennen? Muss ich schnell mal nachschauen. Factory Tech. Was haben wir hier? Tuning Fork. Wie gesagt, sobald ich Xnet oder sonst was habe, ne, wird es einfacher. Aber ich hab's halt momentan nicht. Also der zieht raus, der geht dahin. Es geht nicht anders. Weil der geht nicht um die Kurve. Ja, es geht anders. Ja. Mal wieder schlau. Also, das heißt jetzt, du gehst wieder dahin. Dann läufst du jetzt da entlang. Komm, dann machen wir das auch so. Ja. Bin ich doof? Da hätte ich dann die nächsten 2 Wochen keine Folgen mehr aufgenommen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Weil ich mich, glaube ich, tot geärgert hätte. So, wir brauchen noch mal 3 Kupfer. Ja, oder auch nicht. Oder ja, 3 Kupfer brauche ich immer noch, aber nicht von da hinten. 1, 2 und 1, 2, 3. Ich hoffe gerade, dass das so funktioniert. Ja, und ich fliege mal wieder. Hat er nicht mitgekriegt, dass ich das Zeug rausgenommen habe. Ist doch schön. So. Ich finde mal schön, wenn man das Monster hört, wie es dann runterfällt. Okay. So. Also. Und jetzt kommt das Kabel. Jetzt noch dahin.
Was habe ich jetzt eigentlich gerade noch? Achso, den Quickdropper habe ich nie aufgeräumt. Ja, sollte ich mal tun. Okay, also. Das heißt jetzt, der läuft jetzt da rein, der läuft da raus und läuft da rein und läuft da rein. So, dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und vor allem, ob es auch funktioniert, dass der Heater aus ist. Er verbrennt momentan nichts. Und der hat auch Lava drin. Das passt. So, wir machen mal schnell davon welche. Die haue ich mal schnell da rein. Gehen natürlich nicht, weil der Heater aus ist. Aber jetzt geht's. Ja, also der produziert auf jeden Fall gut Lava. Wie schaut es hier aus? Fängt sich der auch jetzt füllen an? Der ist voll. Der ist voll. Und der Tank füllt sich auch. Da sind auch nochmal 2000 drin. Ja, schön. Ihr kennt es ja, ne? Wenn man aufnimmt, ne? Dann klingelt die Tür. Die ganze Zeit ist man nicht interessant. Da ist man dann interessant. Hervorragend. Genau. Der Wes? Achso. Dann hätte ich gesagt, schalte ich jetzt mal den Heater aus. Und ich bin der Meinung, er verbrennt nichts. Ja, den Heater schalte ich dann nur ein, wenn auch das Ding da was braucht. So, dann nehme ich jetzt dich. Ich habe gelernt, auch mit dem Ding kann ich dich drehen. Aha. Falsche Annahmen, falsche Tatsachen. Vorhin habe ich ihn aus Versehen gedreht. Ah. Oder ich habe dich zu schnell gedreht. Okay. So, also, wir haben jetzt auf jeden Fall, das haben wir alles drin. Das heißt, ich kann jetzt da den Boden auf jeden Fall zumachen. Ich kann da die Wand reinmachen. Da muss ich hin, da muss ich auch hin. Zum Dropper muss ich auch hin. Ja, mein Problem ist jetzt dadurch, dass ich das Ding dahin gesetzt habe. Aber das können wir ja ändern. Das heißt, ich setze dich dahin. Das heißt, ich habe jetzt hier auch noch Platz. Perfekt. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen jetzt die Bodenplatten. Der kommt sowieso noch raus, weil da soll ja Mauer hin. Und da habe ich jetzt die Platten. Ja, genau. Stellen wir uns mal drunter. Dann haben wir da auch auf jeden Fall alles. Ah, ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen, wie mache ich das dann oben? Weil in den Heater muss ja auch Lava rein. Aber das kann ich natürlich auch mit dem Eimer machen. Das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall machen muss, ist, ich brauche noch mal das Zeug. Dann hätte ich gesagt, bis dahin. Eimer kommt weg. Wand kommt hin. Dass ich genügend Steine noch dabei habe, dass ich es wieder hochkomme. Das wäre peinlich. Aber mir zuzutrauen.
Kommt gleich als Nebensatz. Das kann weg. Das heißt, du machst jetzt noch mal bitte den da. Und wenigstens noch eine Reihe hin. Dankeschön. So. Dann kommt jetzt als nächstes das Teil da. So, schlüssel mal den Rest bitte in den da um. Ja, das war klar. Aber ich brauche das Zeug sowieso öfters. Also. Ich hätte mal vorne in die Kiste gucken können, ob ich da vielleicht noch welche drin habe. Okay. Also. Dann haben wir das auch. Bei mir gleich nach oben müssen und den Turm holen. Das heißt, ich habe jetzt hier drei. Und der hier rein. Yay. Und anstatt es auf die Linie zu machen, wo ich gerade aufgebaut habe, nein, ich klicke mal daneben. Was so viel Sinn macht. So. Haben wir den nächsten Bereich gleich fertig? Ich finde es auf jeden Fall ordentlich. Ordentliches Chaos. Wie gesagt, wird dann auch noch ein alles einfacher, wenn da mal dann die vernünftigen, ja, die vernünftigen Blöcke dort sind. So, da kommt auch noch alles ausgefüllt. Unten sehe ich es ein, dass man Mut zur Lücke lässt. Setze da mal sicherheitshalber zwei Fackeln hin. Und da muss ich den Schalter offen lassen. Aber da kann ich dann dahinter zumachen. Habe ich auch alles ausgefüllt. Ist egal. Geht nicht anders. Ja, das heißt, wir haben jetzt den Bereich fertig. Ich kann rein machen. Ich kann rausholen. Und das auf jeder Ebene. Ich habe jetzt vier Kollektoren. Ich habe noch keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert. Aber wir können ja mal einen Test machen. Beziehungsweise, nein, wir machen jetzt mal hinten. Habe ich aus Versehen noch einen Kabel einstecken? Nö. Dann hätte ich gesagt, der da hat Pech gehabt, der kommt weg, dafür kommst du hin. Da kann ich jetzt hier nämlich doch zumauern. Ja, weil brauche ich hinten nicht ran. So, das heißt jetzt, wir haben Gunpowder. Egal. Bräuchte sowieso Blaze Powder nochmal. Das heißt jetzt, ich schmeiß dich rein. Und ich mach dich an. Und ich tue dich auf 60 Ticks einstellen. Fertig ist er. Muss da noch mal aufmachen. Ach so, on und dann.
Jawohl. Hat funktioniert. Sehr schön. Wenn ich jetzt dich dann nochmal reinmache. Zwei. Okay. Kann ich dich aufmachen? Das kann ich da reinfüllen. Und das kann ich da reinfüllen. Ah, die waren jetzt doch da drin. Nein, aber macht keinen Sinn. Wenn es nicht, also es war gerade nicht drin. Und ich rate nicht und so, aber dann habe ich auf jeden Fall immer den da. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Timer. Ja, den gehen wir mal wieder auf Off. Und dann tun wir hier mal noch Fackeln hin. Passt. Also rein. Moment, da könnten wir es. Ja, das war intelligent. Greg, du bist so super. Ich wollte den dran machen, nicht reinmachen. Ja, zwischen Wollen und Wirklichkeit, ne? Weißt, ich will mal den Timer weg. Als Redstone habe ich einstecken. Wenn ich jetzt nicht hinmache. Jawohl. Ja, dann machen wir mal alle 10 Sekunden. Eine Sekunde, also dann. Kann ich noch dich irgendwas kasamatuddeln? Mit Steinen, ja. Das war jetzt das Verhältnis, was? 3 zu 1? Ne, 8 zu 3. Und bestimmt aus Versehen Kisten einstecken, ich kenne mich doch. Liebe es, irgendwo Kisten hinzustellen, wo ich einfach Gusch reinschmeiß. Kennt ihr ja, ne? Vielleicht hole ich es ja auch irgendwann wieder ab. Ja, doch, auf jeden Fall, weil die Schmelze hier auch noch herkommt. Gut. Also, das heißt, das Verhältnis. Acht zu drei. Gut. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Das heißt 32, 12. Okay. Das heißt, ich brauche noch ein Stack. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so funktioniert. Ich bin der Meinung, macht keinen Sinn. Weg. Habe ich jetzt Blast? Nö. Dark. Irgendwas. Ist da nicht Camouflage-Blöcke? Oder kann ich die, wenn ich dann die hinmache, einfach umfärben?
Ich muss halt jedes Mal aufhauen, wenn ich halt irgendeinen Fehler gemacht habe. Okay, also irgendwie ist was verschwunden. Also es heißt jetzt, ich brauche, was habe ich gesagt, 12. Weiß nicht, ob er funktioniert. Schlimme ist, mir kommt es gerade wieder vor, als wären die nächsten Steine verschwunden. Was war das jetzt? 8, 3, ne? Also zuerst die 8 rein, dann die 3 rein. Der ist voll. Ist da irgendwas falsch? Ah, okay, hat sie gemacht. Also 16 und 6. Schmarrn. 16 und 6 habe ich gesagt. Also es sind jetzt dann 24 und 9. Auch gemacht. 32 und 12. Hat er auch gemacht. Dann 40 und 15. Auch gemacht. So, 48 und 18. Man muss es ausprobieren. Hat er auch gemacht. Achtundvierzig, 56, 64. 64 ist 8-mal. Wenn ich mir jetzt nicht überzählt habe. Das Bein, das Bein. Funktioniert. Ja, ich weiß, man kann viel testen. Nein, aber ich brauche irgendwann auch wieder Liter Quarz. Ja. Angenehmer. So, das heißt, wir wollten jetzt runterholen das Ding da. Das wird jetzt interessant. Da kommt die Chest raus. Beinahe runtergesegelt. Okay, also.
Das ist Glas, okay, aber ich habe Sitzplatz drin. Dann habe ich das. Das sind zwei Fluid-Dropper, die beide nach unten ausgerichtet sind. Ich hoffe, ich krieg's wieder hin. Versprechen kann ich es nicht. Gott, mein Inventar platzt gleich wieder. Habe ich schon was für Netherrack? Yep. Dann räumen weg. Dann das, da habe ich auch was. Das ist die Kiste, das ist das da und das da. Ist auch weg. Das ist alles in Ordnung. Glaze Powder. Auch weg. Fällt mir schon besser. Halt, wenn ich schon da bin. Ich brauche jetzt mal richtig viel von dir. Jetzt nochmal Edit Sky. Kann sein, dass ich. Ach so, nee, da gibt's ja, da gab's ja kein Buch, ne? Dass ich nochmal sehe, wie ich es mache. Also ich weiß, dass unten die Kiste war. So, das heißt, da kommt die Kiste hin. Dann kommt das da oben drauf und das da kommt da drauf. Dann glaube ich, war das jetzt so. Dass dann hier das Glas war. Kiste. Auch mal das da. Dann hoffe ich, dass das jetzt hier die Dropper waren, die nach unten gehen. So. Dann habe ich drei davon. Das heißt, ich habe dann das, das und das. Das ist die Frage. Krieg ich sogar vier hin? Habe ich noch Bricks? Jo, habe ich. Schauen wir mal, ob sieben Stück sind. Und wenn nicht, habe ich noch einen übrig. Wie gesagt, ich will sowieso mehrere Türme bauen. Ich habe drei. Aber ich habe noch fünf Clay. Ha! Kann ich einen da lassen? Dann haben wir auf jeden Fall genügend Bricks. Was brauche ich für dich? Okay, einen Redstone. Kann es einstecken, wenn in der Kiste eventuell. Dann davon sechs. Haben wir dann alles. Also, ich brauche noch sechs Kabel. Das war jetzt.
Kabel. Ein 7. Hätte ja sein können. Sieben Kabel und ein Redstone und ich habe den Dropper, genau, und wieder mit 6 Stück und ich habe den Crucible. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt noch dran gedacht hätte, bauen wir den auch noch. Nee, der war nicht an der unteren, der war am oberen. So, aufkriegen tue ich dich auf jeden Fall. So, du warst nämlich hier dran. Ja, jetzt ist eigentlich die Frage, ich lasse den mal hinten, ja, ich lasse den sicherheitshalber mal hinten weg. Weil da komme ich schlecht ran. So, dann kommst du jetzt nämlich hier hin. Das heißt, ich kann jetzt da das ganze Zeug reinschmeißen. Ich brauche mal schnell 4 Holz. Das geben wir jetzt nämlich auf den Keks. Danke. Zwei, vier, fünf. Genau die Mitte da. Ich gehe jetzt natürlich um. Ja, komm. Mach ich mal das Redstone. 40 Ticks. Beziehungsweise ich mache off. Jetzt habe ich nämlich davor nämlich Platz und da kann ich nämlich den Table hier reinsetzen. Danke. So, was brauche ich jetzt für die also für die Frames, das ist klar. Dann brauche ich nochmal schnell 3 Eisen. Auch keine 4, 3 reichen. So, 3. Dann haben wir 3 Gears. Dann haben wir 3 Frames. Das heißt, du kommst dahin, dahin und dahin. Ich muss noch dran denken, ich muss das Zeug auch noch da reinkriegen. Das glaube ich, mache ich von hinten. Oder? Moment. Hallo. Da ist es. Dann heißt es nämlich jetzt für dich. Ich brauche mal 3 Kabels und 3 Sticks. Hier gehen langsam die Sticks aus. Auch nicht schlecht. Dann heißt es, du kommst dahin, dahin und dahin und du gehst mal, und ihr drei geht mal alle aus. Ja, genau. Und mein Problem ist jetzt der da. Das heißt, das Glas muss mal weg. Das muss auch weg. Ja, mein Problem ist eigentlich wirklich der hier. So, das heißt nämlich jetzt, du kommst. Nein, falsch. Das war der hier. Du kommst dahin. Habe ich noch Pipes? 15 Stück.
Problem ist eigentlich nur, ich komme bei dem hinten nicht gescheit ran. Aber bei dem ist es ja kein Ding. Gehe ich jetzt einfach hin. Nee, brauche ich gar nicht, weil, nee. Ich habe ja hinten keinen. Kann ich es auch direkt machen. So, das heißt, ich habe jetzt hier drei. Hier drei. Kommt auch noch ein. Nein, da kommt keiner hin. Immer noch nicht. Mir fehlt ein Kabel. Gib mir mal was Neues. Aber Gott sei Dank, aber jetzt alles mal auch in der Nähe, dass man das machen kann. Das heißt, wir haben jetzt das da. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt diese Heat-Elemente. Manilin Heat Component. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich noch zwei Redstone habe. Nein, ich brauche vier Redstone. Okay. Ich gerade vier gesagt? Eins. Zwei. Eins. Was brauche ich noch? Den Heat Provider. Na genau, ich brauche 6, 12, 18. Hoffe, dass ich noch mein Stack zusammenkriege, weil sonst habe ich ein Problem. Ich kriege ein Problem. Ja, okay, aber wenn ich den Vorder nicht fertig kriege, dann mache ich die, dann arbeite ich mit zwei, in den Zweien auf der Seite. Das wäre jetzt auch kein Problem. Also zwei muss ich auf jeden Fall hinkriegen. So, und dann kommst du dahin. Eins, zwei. So, das heißt, du kommst da rein und du kommst da rein. Dann wird jetzt der schon mal vollgefüllt, aber er arbeitet, soweit ich weiß, nicht. Richtig? Jawohl. Habe doch gerade das Blaze Powder wieder weggeräumt, ne? Ja, hochintelligent. Nein, ein Stick reicht. Das heißt, ich muss jetzt mal den vorderen Heater wieder einschalten. Ich glaube nämlich, dass ich noch was drin gehabt habe. Also, mach dich mal an. So, der ist voll. Dann machen wir dich wieder aus. Du wirst leer. Passt. Also. Was ich jetzt halt nicht weiß, ob es funktioniert. Ich brauche mal schnell Glas. Ich hoffe, dass ich oben noch ein bisschen was habe. Und vor allem, ob beide dann reichen. Wenn beide reichen, kommt der vordere weg. So, das heißt, du musst mir da mal dahin. So, 16 Stück. Wird schön aufgeteilt. Dahin 8. Und dahin 8. Wenn jetzt dich und dich anmach. Ha. Kommt's an? Und jetzt hätte ich mal gesagt, was ne, macht man mal?
Komm, ich mach mal Blei. Da habe ich gerade noch das meiste übrig. Schmeiß dich rein. Und er arbeitet. Er arbeitet perfekt. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe doch noch ein Glas übrig. Dann schlage ich dich weg. Ach, da ist Glas hin, dass ich da was sehe. Genau, dann brauche ich dich nicht, dann brauche ich dich nicht. Auch wenn ich jetzt da was Lava vernichtet habe. Der war natürlich total indilettant, dass ich wieder an dem scheiß Kabel vorbeigeschlagen habe. Zweimal. Ja. Professionell. Professionell. So. Aber es geht ja nicht viel kaputt. Ja. So, also, dann heißt es jetzt, gehst jetzt nach oben und du kommst nach drüben. Und du gehst nach oben. So, passt. Dann heißt es, da kommt Glas hin. So, dann kommst du kommst dahin. In dich muss ich ja auch rein, ne? Ja, da muss ich auch rein. Da darf ich also nichts hinmachen. Dann habe ich hier meine Steinchen. Da darf ich was hinmachen. Ehrlich gesagt, mache ich das mal dahin. Dann schaut es nach was aus. Und dann brauche ich jetzt aus der Kiste das da. Dann muss das sowieso weg. Dann kommt die Straße hin. Dann bleibst du da. Ah, ich lasse dich mal offen. Geh mal schnell ins Deck Steine holen. Nee, aber das Ding muss auf jeden Fall funktionieren. Ich brauche die Ham. Wer hat's gesehen? Da ist es. Was ist der Weg? Wie gesagt, vielleicht wird er auch irgendwann rot. Mal gucken. Und dann habe ich jetzt noch die Mauern. Oder auch nicht. Die hätte ich gesagt, die machen wir gleich. Haha. Okay, den muss ich ausschalten können. Der kann weg. Das heißt, den habe ich jetzt auch noch mal übrig. Dann mache ich dich jetzt auf jeden Fall mal zu. Dann mache ich dich soweit auch zu. Ja, weil da komme ich ja so hin. Da habe ich dann auch auf jeden Fall die. Muss ich da hin? Nein. Also, nee, das darf ich nicht zumachen, weil sonst komme ich da nicht hin. Dann brauche ich jetzt noch mal dich. Und am Schluss mache ich dann dich hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, passt.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch den Boden hier. Da habe ich jetzt aber keinen mehr. Also holen wir uns nochmal einen. Das war... Was war denn das? Zirkular oder der andere? Zwei. Zirkular. Okay. Ja, aber Zirkular CTM bitte. Danke. Ja, da kommt es nämlich weg. Perfekto. So, ich brauche jetzt nur noch zwei Gläser. Weil sonst habe ich ein Problem. Wobei, ich glaube, ich bräuchte nicht mal Glas, aber ich nehme es jetzt trotzdem. Aber Glaube hilft. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen vernünftigen, sauberen, aufgebauten Turm. Den ich auch die ganze Zeit nutzen kann, vor allem wenn ich dann unten bin. So. Mach mal zu. Wieder kein Stein mehr. Wahnsinn. So. Ich habe nur einen gekriegt. Well, ich will einen ganzen Stack. Nicht nur einen. Das will ich mit ein. So. Da noch gleich eine Fackel hin. Ja. Der war super. Und da kommt auch noch eine Fackel hin. Dann machen wir das auch wieder zu. Moment mal, das schaut es vielleicht sogar besser aus. Bin ich auch. Genau. So, machen wir da die Fackel hin. Der Heater ist an, ist off. Okay, alles klar. Machen wir aus. Irgendwann habe ich keine Lava mehr. Und dann schaue ich dumm. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. So. Jetzt gucken wir mal. Ah, halt. Den da kann ich. Das kann ich abbauen. Liegen damit. Bin ich schon wieder voll? Ja, bin ich. Ich habe gerade das ganze Zeug da geholt. Ah, okay, aber da kriege ich. Ah, ja. Da kriege ich nur einen rein. Aber hier macht es Sinn, mit Hobbern zu arbeiten. Dann habe ich da zwei Sticks drin. Da habe ich dann auch zwei Sticks drin. Kommt da jetzt noch der dritte rein. Jetzt habe ich da vier, da überall drin und 64 und da überall drin 64. Dann kommen da noch die 20 rein und da noch die 20 rein. Ja. Das heißt, ich kann jetzt dann doch nochmal... Welche Steine packe ich weg? Klar, die, wo ich brauche. Dann kann ich nämlich hier hin, dann kann ich hier zumachen. Oder? Nein, ich lasse hier offen. Aber ich kann hier zumachen. Und hier zumachen. Genau. Dann haben wir nämlich alles jetzt schön sauber. Und jetzt muss ich noch einmal gucken.
Ich komm doch auch bestimmt von hier, ja, bestimmt da rein. Das ist doch perfekt. Genau, dann lassen wir nämlich das so offen. Da komme ich hier rein, kann ich hier meine Kiste aufmachen. Und ich habe jetzt ja noch ein bisschen Platz. Kisten habe ich noch einstecken. Jawohl. Und ich hätte gesagt, naja, ich habe momentan da ist meiste da. Also nehmen wir die auch. Sind jetzt acht Stück. Das wird jetzt wohl hoffentlich reichen. So, da kommst du jetzt nämlich hier hin. Ja, Schlüssel natürlich. Ja, aber es geht auch genauso. So, dann habe ich jetzt nämlich als erstes brauche ich Kupfer. Ja, Kupfer rein. Dann kommt Zinn. Dann kommt Eisen und Nickel. So, mache ich aber jetzt unten rein. Dann haben wir Aluminium. Kommt noch mehr rein. Da kommt hier noch Alu hin. Blei. So, Silber habe ich noch nicht gemacht, aber Silber haben wir auch noch. Dann haben wir noch Gold. Adit Kobalt. Das reicht aber noch lange nicht. Da haben wir noch einige vor uns. So, da kommt dann Silber hin. Adit kommt hier hin. Ja, wenn man jetzt dann so schaut, ne, wir haben da noch ein paar mehr. Bin mal gespannt, wann wir die brauchen. So, aber wir haben jetzt diesen Turm hier richtig schön eingebaut. Das heißt, ich lasse jetzt nochmal. Ach, komm. Wir lassen schnell ein Eisen laufen. Die Heater laufen dann die ganze Zeit. Speed Upgrade, ja. Ist in Ordnung. 58 sind noch drin. 50 sind noch drin. Genau. So. Und wenn ich merke, dass dann die Heater nicht mehr laufen, kann ich dann den hier einschmeißen und dann kann ich da wieder neues Material dazu holen. So, die Fackel kommt dann mal weg, weil, wie gesagt, schaut so besser aus. Genau. Man, da könnte ich hier irgendwann nochmal einen Drawer hinklatschen, einen Vierer. So, habe ich noch Platz? Nein, auch nicht schlecht. So, okay. Aber wir haben jetzt unsere Sachen hier jetzt ordentlich verbaut. Das heißt, jetzt kommt noch die Schmelze dann beim nächsten Mal runter. Dass wir die dann auch hier ordentlich einbauen. Dass wir dann auch das alles hier unten machen können. Vielleicht baue ich mir nochmal so einen Lava-Generator, wie ich es hier gemacht habe. Einen Heater. Damit er mir da drüben auch noch Lava reinhaut. Weil die Materialien haben wir da. Und das haben wir auf jeden Fall. Das haben wir auch. Manölien haben wir auch genügend. Müssten wir hinkriegen. Genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.